da sind wir wieder bei Little Dark Project. Wir müssen ja irgendwie aus dem Raum gelangen, um entdeckt zu werden. So. Zack. Speichern. Ja, nicht, dass ich auch an wieder raus muss. Ach, hier war ich auch schon dran. War ich auch in dem Raum schon? Ja. Ich gehe einfach mal in den Keller jetzt. Ich darf nicht zu auffällig dahin gehen. So. Aber hier unten war doch eine Tür. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich den Hammer brauche hier. Ob ich den überhaupt brauche, ist die zweite Frage. Zack. Die Tür ist offen, aber ich will hier nicht da reingehen. Wow. Wow, 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 das ist viel schneller. Mal gucken, was das jetzt bewirkt hat. Hat das irgendwas mit diesem Raum da bewirkt? Wo ich oben lang kann, aber ich finde den Raum eh nicht wieder. Das ist immer so die Sache. Hier liegt ein Priester. Nö, hat er nicht. Warum habe ich den Raum auf Anhieb gefunden? Hä, was schaltet denn der einen aus? Erstmal gehen wir wieder nach oben. Dafür ist der Hammer. Und Pro. Hammer ist hier abgewählt. Und da sind die beiden Talismane. Aber wie komme ich da hin? Ich will da hin. Muss ich auch noch wieder raus da? Ja, kehren sie auf die Straße zurück. Also was muss ich noch machen? Ich weiß nicht, gehen die in die Räume hier? Wenn ja, habe ich ein Problem. Würde ich mal behaupten. Hier fällt der doch nicht auf, oder? Obwohl, wenn man da dran vorbeigeht. Vielleicht, dann legen wir ihn hier mal um die Ecke. Die fällt da 100 Pro nicht auf. Darf ich hier oben überhaupt sein?
Okay. Das ist auch ewig, hey. Dann war es denn so eine gute Idee, den umzunocken. Aber ich würde behaupten, hier oben sieht man den nicht. Da findet man den besser gesagt nicht. Und der geht nach außen auf. Aber draußen. Moment, da ist. Da muss ich. Ich wette, ich bin den falschen Weg gegangen. Ja. Kurz laden. Falsche Leiter gefallen. Muss ich doch da nach draußen kommen. Also suche ich den Weg so draußen. Fail. Ich fahr zu, natürlich viel zu laut, ey. Ich bin auch so doof. Du kommst natürlich auch noch um die Ecke hier. Zack. Dann speichern wir auch. So langsam wird's leer hier. Euer letztes Stündlein schlägt. Hä, warum? Was hab ich getan? Hier ist ein Eindringling? What the fuck? Wir haben dieses herausgefunden. Ja. Jetzt ist hier aber tief in der Klemme. Oh je. Ich glaube, ich habe ein Riesenproblem. Eindringling, wer seid ihr? Warum wissen die, dass ich ein Eindringling bin? Auf einmal. Fuck it. Und noch einen hier reinlegen. Zack. Langsam habe ich, glaube ich, alle innen drin ausgenockt. Ja,
Also da hinten natürlich nicht irgendwie, aber... Woher des Weges? Fremder! Halt! Warum weiß er als einziger, dass ich... Boah, fick dich, ey. Bastard. Wer wagt? Ja, wer wagt es nur? Das wüsstest du wohl gern. Das wüsstest du wohl gern, aber das wüsstest du. Hä? Was ist das schon wieder? Dieses. Was ist das? Hier ruht Bruder Terence, er bekämpfte die Sünder bis zum letzten Atemzug. Hier ruht Vater Theo, ein Lehrer ohne Gleichen und steter Schüler ohne der Selbstbeherrschung. Was ist da? Hier ruht der unglückliche Bruder, der ein Symbol Mutmangel der Lernfähigkeit. Ah. Das ist ein Hebel. Ich sollte mir mal die Orte von diesen komischen Hebeln merken anscheinend. Aber erstmal muss ich alles ausnorgen und dann... Einer ist hier. Zack. Halt, Dieb! Halt, Dieb! Ja, er wusste das natürlich. Er wusste es, er wusste es. Boah, er wusste es natürlich. Warum? Er wusste es natürlich. Ja, komm. Also das würde ich sagen, ist dieses immer gewesen. Aber dann habe ich schon drei Schalter gefunden, aber... So. Wo mich jetzt noch findet, ist die zweite Frage. Ah. Also ein Hebel hatte ich schon. Der zweite ist im Keller. Oh Gott, oh Gott. Nein, tut er nicht. Nein, das hat keinen Sinn mit dem. Wo habe ich den Gaspfeil? Wenn er mich sieht, dann... Ich lasse das um die Ohren. So. Zack. Ich glaube, es ist auch der letzte, den ich nicht genockt habe. Wollen wir denn hier noch Hebel? Ist ja interessant zu wissen. Einen weiß ich ja. Zwei weiß ich. Ich muss hier aber cutten. Bis gleich, ich mach noch eine Folge. Ich bin euer Kenny, ja schon.